So, Freunde, wir sind das nächste Mal hier stehen... das nächste Mal, ja, wahrscheinlich. Das letzte Mal hier stehen geblieben. Ich habe jetzt Munition und Heilung wieder. Reichlich. Ah, leck mich, da sind noch mehr von denen. Ach du heilige Neune. Ich bin hier gerade rausgekommen. Da geht's gleich hier ab. Eklige Substanz hier unten, oder? Na toll. Jetzt? Ja, ganz toll. Ja, begeistert. Na, das ist ja wieder ein ganz mutiger. Ein Schuss. Zwei Schuss. Drei Schuss. Vier Schuss. Na, nicht mit mir, Freundchen. Er verträgt natürlich einen ordentlichen Stiefel. Der daneben. Tolles Aiming. Alter, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Gut, ist ja die... Kommen hier auf mich zugelaufen. Ey. Wieder daneben. Mann, ey. Der hat mich aber was gekostet, ey. Und nicht nur Nerven. Alles klar. Super. So, hier ist wieder so ein perverser Automat. Da will ich aber gar nicht rangehen. Warte mal. Sagt er, wir sollen hier lang. Oh, Atomic Heart, ey. Warum? Ich hab's lange liegen lassen. Ich ärgere mich auch schon wieder. Oh, ein Schloss. Damit habe ich nicht gerechnet. Nee. Und dann noch so eins, ey. Warte mal, die beiden. Genau, die müssten ja so passen. Doch nicht. Müssen eher zusammen noch. Ah ne, das ist auch falsch. Wenn ich jetzt hier. Okay, warte mal. So ist auch falsch. Das passt auch nicht. Wir müssten irgendwie näher ran, aber irgendwie auch doch nicht. Also das ist so... So, warte mal, der... Ist die Frage... Warte mal, der hat 1, 2, 3. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe... Okay, dann müsste der... Wahrscheinlich so. Genau, das passt. Jetzt haben wir es, alles klar. Und manchmal ein bisschen komisch mit der Abschätzung, aber man kann die Punkte zählen, dann geht das sogar. Wir haben hier überall irgendwelche Automaten für die Waffen wahrscheinlich. So, Freunde, wir sind das letzte Mal hier ein bisschen gescheitert. Und zwar hier bei diesem komischen Efeu. Und ich habe jetzt ganz viel Energie mit. 17 Energiekartuschen. Was ist das für ein Scheiß? Ah, jetzt noch 16. Vorsicht, das ist Plush oder Efeu. Und wir bekämpfen den nur mit der komischen Axt. Ja, den kenne ich. Und der abgerissene Arm ist natürlich mittendrin. Oh, hätte der nicht einfach irgendwo in einer Ecke liegen können? Ja.
Heilung nehmen. Das dauert zwar ewig lange und ich weiß noch gar nicht, ob es so klappt, aber wir versuchen es mal. Also ich habe die Schusswaffen komplett weggelassen. Ich glaube, nur so ziehst du echt was ab. Oh, der ist so ätzend, der Typ. Oh, geh weg. So, nehmen wir nochmal Heilung. Der Efeu mag halt Schnittwerkzeuge anscheinend. Aber der braucht aber ordentlich. Okay, wir heilen uns wieder. Komisches Efeu ist das. Dass ich mal auf Schusswaffen verzichte, das will schon was heißen. Oh Gott, ey. Der braucht aber auch ordentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Was für ein Kampf, ey. Boah, das war knapp. Boah, jetzt kommt, fängt er wieder mit der Scheiße an. Boah, ätzend. Ja, den konnten wir ganz gut abwehren. Okay, die Heilung hätte ich gar nicht gebraucht. Blut gegen Blut, ja. Das Gute ist, er friert immer ein bisschen ein irgendwie, ne? Wenn er mal. Ah, die Hälfte haben wir schon. Immer wenn er mal Schutzschild berührt, dann friert er ein bisschen ein, glaube ich. Ein bisschen achten. So, jetzt schnell wieder weg. Ich hoffe, dass wir ihn packen. Er ist echt für Erwachsene, sage ich euch. Also echt so ziemlich im Nahkampf, was wir hier machen. Oh, jetzt müssen wir. Hoffen wir, dass wir ihn jetzt kriegen. Also, jetzt springt er nochmal. Oh Gott, das haben wir nochmal gepackt. Und jetzt gleich die Heilung. So, wir haben ihn bald. Hoffentlich. Okay, bloß nicht zu mutig sein. Entweder er oder ich. Ist auch ätzend. Ja, das war knapp. Thank you.
Weiß gar nicht, was ihn immer einfällt, als ob das meine Axt ist. Und jetzt nochmal Energie nehmen. Ich glaube, wir können die packen. Dürfen wir nicht zu leichtsinnig sein. Wir nehmen euch nochmal eine Heilung. Sicher ist sicher. Okay, jetzt schnell weg. Letzte Heilung. Ach, halt die Fresse. Kriegen wir ihn jetzt? Er ist auf jeden Fall zu packen. Entweder er oder ich. Meine Fresse. Oh, wir haben ihn. Fast hätte das Polymer-Drecksding mich gehabt. Hoffen wir, dass aus dem nächsten Behälter nicht gleich noch einer gekrochen kommt. Laut meiner Daten ist der zweite Behälter ordnungsgemäß verschlossen. Oh, Freunde. Hier ist der Arm, ne? Ja. Ah ne, da ist der Arm. Oh, war das. Nein, das war ja wirklich eine Katastrophe. Jetzt geht's da oben auf. Und ich hoffe, wir können da speichern. Ey, der war ja wirklich extrem hier. So, Freunde, an dieser Stelle machen wir auch Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut, bis dahin.